Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja bei einem zu einem weiteren Video in der PS5 Schritt-für-Schritt-Reihe. Menü hatten wir uns ja schon alles angeguckt, also den Homebildschirm, jetzt sind wir bei Einstellungen, jetzt kommen wir im heutigen Video zu Netzwerk. Wir haben zwei Kategorien in dem Bereich Netzwerk, einmal Verbindungsstatus, einmal Einstellungen. Beim Verbindungsstatus oben können wir nichts einstellen. Da haben wir dann halt, wie wir verbunden sind. Kabelgebundenes LAN. Wird sogar angezeigt an meinem Router am LAN-Port 1 verbunden. Internetverbindung verbunden. PlayStation Network angemeldet. Ja, wenn ihr da nicht angemeldet seid, dann. Oder kein PlayStation-Konto habt, einfach nur so die PlayStation habt, dann würde da natürlich offline oder nicht angemeldet stehen. So, Verbindungsstatus anzeigen. Hier haben wir dann den Verbindungsstatus. Mit dem Internet verbunden ein, Verbindungsmethode LAN, Internet verbunden, MAC-Adresse, IPv4, IPv6, lokal IPv6 und DNS, MTU, NAN-Typ liegt auf 2 und Verbindungsgeschwindigkeit, Download, Verbindungsgeschwindigkeit, Upload wird jetzt nicht angezeigt, kann man jetzt separat nochmal testen. Also wenn 500, also wie da unten steht, 512 MB werden gesendet und empfangen und daraus ermittelt er jetzt die Gesamtgeschwindigkeit. Ich habe auch hier jetzt nichts weiter an, was im Internet ist. Also es ist nicht hundertprozentig genau, wie wenn ihr jetzt auf einer Webseite dafür seid, die das macht. Also, na gut, doch, dort oben ist okay. Also, da bin ich eigentlich bei 106. Aber unten wird immer zu wenig angezeigt. Da bin ich bei 13, war ich da mal, bei 20. Ach, keine Ahnung, aber ich bin bei 40. Nee, 36. Zwischen 36 und 39 schwankt das bei mir. Mbits. Ja, aber dicht dran. Also, wird auf jeden Fall besser als angezeigt und etwas genauer als in der PS4 damals. So, Verbindungsstatus anzeigen. So, wird unten wieder nicht angezeigt, wenn wir jetzt nochmal testen würden. Werdet da sehen, da kommt jetzt wieder was anderes draus. Ich habe das mal eine ganze Weile getestet. Jeden Tag mir mal rangesetzt und über eine Stunde lang habe ich das gemacht. Manchmal habe ich von einer Messung zur nächsten Messung wirklich nur ganz minimale Abweichungen von 1 MB oder so. Aber manchmal habe ich gravierende Abweichungen. Das stand dann bei Download erst 86 und beim zweiten Mal messen waren es dann auf immer nur noch 15. Und bei Hochladen war dann, was weiß ich, 21 und danach waren es dann auf immer 4 oder 5 oder sowas. Obwohl nichts anderes im Internet war. Meine Tochter war nicht da, dass irgendwelche Geräte im Internet sind oder irgendwie. Einfach nur mehrmals hintereinander gemessen. Wenn jetzt hier das gleiche Ergebnis rauskommt, fressigen Besen. Na, sag ich ja. 17,9. Ändert sich halt immer wieder. Status von PlayStation Network anzeigen. Da kommen wir zu dieser PlayStation Network Seite. Die könnt ihr auch über einen PC aufrufen. Die habe ich auch bei mir im Stream gespeichert. Wenn ihr dem Nightbot oder wenn ich streame und ihr schreibt Ausrufezeichen PSN, dann kriegt ihr sofort den Link zu dieser Seite. Und da seht ihr jetzt momentan, es ist kein Fehler. Alles, PlayStation Now funktioniert, Video funktioniert, Store funktioniert, funktioniert alles ohne Probleme. Internetverbindung testen. Jetzt testen wir unsere Internetverbindung. Ist alles im grünen Bereich. Jetzt haben wir nochmal die Verbindungsgeschwindigkeit. Da wird jetzt wieder ein ganz anderer Wert bei rauskommen. Ich weiß nicht, ob der hier auch 512 MB sendet und empfängt. Das kann ich euch nicht sagen. Jedenfalls wird ein ganz anderer Wert rauskommen. Ich tick mal oben irgendwas mit 86, unten mit 18, 15, 16. Ha! 88. Fast genau.
Ja, unten zwischen 15 und 17 irgendwas. Wenn wir Pech haben, steht da auch nur 9. Hatte ich auch schon mal. Oder 8. Und dann Typ 2 sind wir auf jeden Fall. Na nun, dann. Na, 14. Mehr als hatte ich gedacht habe. Okay. Ja. Und dann haben wir Einstellungen. Wir können jetzt mit dem Internet verbunden einfach mal einen Haken rausmachen. Und wir sind nicht mehr mit dem Internet verbunden. Das kann ich euch auch ganz einfach zeigen. Wir gehen hier auf den Shop und dann sagt er, du bist offline. PlayStation Plus geht auch nicht, weil wir sind offline. PlayStation Now geht auch nicht. Also wir sind definitiv jetzt nicht online. Ach, Quatsch, hier rein. So, jetzt verbinden wir uns wieder mit dem Internet. Und Verbindung einrichten. So, oben steht dann registriertes Netzwerk. Also das ist das, was wir gerade angemeldet haben. Ihr könnt zwei registrierte haben. Also ich hatte es, bevor ich meine PlayStation neu machen musste, wegen diesem Fehler, den ich hatte, hatte ich halt beides drin, kabelgebundenes und mit WLAN. Ich hatte nämlich dann auch ab und zu mit dem kabelgebundenen irgendwie Probleme. Vor dem vorletzten Update war das, dass dann ab und zu mal Verbindungsabbrüche waren. Oder war weg das Internet und dann war es wieder da. Und das habe ich dann ausgeglichen, dass ich dann halt gleichzeitig mit dem 5 GHz Fritzbox verbunden war. Also das ist meine Fritzbox. Das 5 GHz, die 5 GHz Bandbreite. Ja, und die stand dann halt hier mit unten runter, mit, auch mit verbunden. Und dann ist er dann halt, wenn hier mal Fehler war, zack, bumm, schnell in 5 GHz gewechselt. Und das hat halt zu weniger Problemen geführt. Aber seit dem vorletzten Update, war es glaube ich auch vorvorletzten, ist das Problem behoben. Das habe ich nicht mehr. Hier wird auch alles angezeigt. So, was bei euch im Umkreis ist. Und ganz unten habt ihr dann noch mit WPS-Taste verbinden. Die WPS-Taste befindet sich an eurem Router. Und wenn ihr dann sagt, hier einrichten, dann steht dann da halt, dass man innerhalb von 2 Minuten die WPS-Taste eindrücken muss. Also wenn ich jetzt zum Router rennen würde und auf den Schrank kraxeln würde, dass ich an den, weil der ziemlich hoch hängt, also irgendwie da hochkraxeln, dass ich da irgendwie an den Schrank oben rankomme und die WPS-Taste drücken würde, würde ich sofort mit dem, würde PlayStation 5 sofort mit meinem Router verbunden sein. So, wir können auch manuell einrichten, da haben wir WLAN und LAN. LAN brauchen wir jetzt nicht einrichten, wir gehen einfach mal zu WLAN. WPS-PIN-Methode verwenden, dann wird dann mit einem PIN gemacht, wollen wir jetzt auch nicht. Wir haben dann die SSID, da können wir die so ja den Namen suchen, Sicherheitsmethode und können dann halt hier einstellen und können dann halt suchen. Und bei kabelgebundenem LAN, also wenn wir hier auf manuelles einrichten, kabelgebunden, da sehen wir ja hier, dass, wie das heißt, da können wir auch alles so lassen und können hier auch noch einstellen. Ach Mensch, zum Beispiel den MTU-Wert manuell. Ist jetzt so 15.000, kann man auf 11.000 runtersetzen. Ne, 14.000 oder so, da gab es auch mal einen Trick. DNS einstellen, war das das? Ja genau, bei DNS kann man auch nochmal die Google-Server, da schwören auch viele drauf. Bei mir klappt es nicht, weil ich halt mit meinem Gigagate, also praktisch die PlayStation, geht mit einem LAN-Kabel in die Gigagate-Satellit. Die funkt eine 5 GHz, verschlüsselte 5 GHz Verbindung zur Basis, die neben meiner Fritzbox steht. Und von der Basis aus geht es wieder mit einem LAN-Kabel in die Fritzbox. Da über die Fritzbox dann ins Internet. Da bringt mir das jetzt nicht so viel, das habe ich schon mal getestet. Aber ganz viele sagen, dass das was bringen soll, wenn man die Premiere DNS auf 8 macht, also 4x die 8. Und unten 8.8.4.4, glaube ich, war es. Und das soll wohl viel bringen, genau wie beim MTU-Wert, den auf
1400 oder so setzen. Da schwören, oder 1100, gab es auch was, 1200. Da schwören halt ganz viele drauf, dass das was bringen soll. Bei mir selber, ich habe es getestet, bei mir selber bringt das gar nichts. Ich habe es aber wiederum bei Martin getestet, habe bei ihm das mit der PS4 damals eingestellt, mit 8.8, also 4x die 8, 2x8 und 2x die 0 und den MTU-Wert angepasst. Martin ist direkt mit dem Kabel verbunden gewesen mit seinem Router. Oder war der per WLAN? Weiß ich jetzt nicht. Nee, mit Kabel war es, glaube ich. Bei ihm hat es was gebracht. Da hat, wenn man dann die Internetgeschwindigkeit überprüft hat und so, bei ihm hat es wesentlich mehr Download und Upload gebracht. Und ich kann euch nur sagen, was er mir gesagt hat, dass er weniger Abstürze hatte danach beim Online-Spielen als vorher. Aber ich selber kann das nicht verifizieren. Bei mir läuft alles stabil. Kann ich euch jetzt leider nichts genauer zu sagen. Ach, das ist meine Internetmethode. Verbinden. So, müssen wir erstmal wieder verbinden drücken. Jetzt sind wir verbunden. Ja, und schon ist der Shop auch alles wieder da. So, das war zum Punkt Netzwerk. Wie gesagt, bei der SSID, da müsst ihr die SSID eingeben, die ihr auf der Rückseite eures Router befindet. Aber es ist wesentlich leichter, einfach hier zu suchen und dann findet man seinen Router. Aber wenn jetzt natürlich viele Router gleich heißen, Fritzbox 7520 MP und ihr habt da, weiß ich, drei Nachbarn, die gleiche Fritzbox haben, entweder nennt ihr eure um oder ihr macht es dann halt mit der SSID. Müsst ihr dann halt gucken, was auf der, oder wenn ihr halt Telekom-Router habt oder so und alle heißen gleich in der Nachbarschaft, dann müsst ihr einfach auf die SSID gucken und dann sucht ihr das per manuelle Einrichtung per SSID. Ich nehme einfach immer nur die Fertige, automatisch. Kabel ran, automatisch, WLAN, auch automatisch, suche meine Fritzbox aus, sag verbinden, gib Passwort ein, bumm, fertig. Eine direkte Portfreigabe für die PS5 gibt es noch nicht. Dass Sony gesagt hat, welche Ports da irgendwie besser wären, sonst hätte ich schon ein Video gemacht wegen Portfreigabe. Ich persönlich habe IPv4 und IPv6 für die PS5 als explizit Host gemacht. In der Fritzbox geht das aber auch nur, dass sie halt die größte Bandbreite haben kann, was sie haben will, alles sich frei nehmen kann, was sie will und sich auch jeden Port benutzen kann, was sie will. So, das soll's zu dem Punkt Netzwerk jetzt gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.